Ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Ich bring mich gerade selber um und dann wird Autobahn. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3 Online. Ja, gerade eben war die letzte Session. Ich hab mir gedacht, komm, nimmst du einfach mal noch eine Runde auf. Und diesmal spiele ich eine Runde als Versorgungssoldat. Wollen wir mal gucken, ob es damit auch so schön geht. So, was habe ich denn drinne? Ich habe das C4 drinne. Okay, bringt mir gerade hier auf Wake Island, bringt mir das nicht. Das ist Team Deathmatch Wake Island, also ein bisschen kleiner die Map. Deswegen nicht so viel zu tun mit dem C4. Eroberung werde ich wahrscheinlich auch noch irgendwann machen. Aber wie gesagt, ich möchte halt erstmal gucken, wie das hier ankommt. Zwei Runden dürften erstmal genügen, um euch mal ein bisschen auf den Geschmack zu bringen, wie es denn hier schön läuft mit Battlefield und ob euch das gefällt. Als Versorgungssoldat bin ich eher so der Camper. Weil es hier irgendwie am Campen am meisten bringt. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Und... ja, es hat eindeutig was gebracht. Ich habe bis jetzt noch keinen Kill. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Ach du Heilige, das ist ein Gegner. Kein Wunder, dass ich keinen Kill habe. Kann man nicht... da, Squad und Team. Team wechseln. Ja. Spieler ist am Leben. Das kann sich ganz leicht ändern. Gib mir mal kurz hier... gucken. Ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Ich bring mich gerade selber um und dann wird Autobahn... ich tritt einfach mal dem in seinem Squad bei. Na, der hat Munition, dann nehme ich Sprinten. Oder Granaten. Kann ich meine Granaten immer wieder auffüllen? Das ist auch was Gutes. Und ich nehme die MP443. So. AK wieder mal. Und die MP443. Ich mag die Waffe irgendwie. Okay. Sind nicht diese standardroten Fässer halt. Wie sie jeder kennt. Und den schön gemessert. Auch noch ein Premium-Spieler. Das tut weh. Das war dieser Level 58er, glaube ich, da. Der war es. Oder dieser 22er. So, über dem Standard halt. Fuck. Oh, schön. Und jetzt noch kommt dich. Nein, zu spät. Komm, ich brauch... Heil. Danke. Fuck. Ja. Ach, die AN. Die habe ich auch, aber ich mag die Waffe nicht. Weil die hat nicht so ein schönes Visier am Anfang, sondern die hat es hier so irgendwie so an der Seite. Glaube ich, war das. Also ich, ja, ist halt schon lange her. Ich kenne die Waffen halt nicht mehr alle auswendig. Ach ja, stimmt, ich bin ja jetzt... Mr. Medic und nicht mehr Mr. C4. Nee, ich habe gar nicht gemerkt, dass das hier ein Militärstützpunkt ist. Das war nichts mehr. Da vorne, ich habe sie gerade gesehen. Jetzt laufen sie gerade da über die Straße. Es ist da vorne. Ich habe sie.
Ja. Ach, und schon wieder so ein scheiß Typ mit seiner scheiß Premium-Waffe. Ich komm, ich probier mal die einen aus, weil... Ach ja, war nicht an der Seite, es war so ein Visier. Sieht eher aus wie so ein Einschuss-Repetiergewehr. Vor allem, wieso steht die nicht auf immer nur auf, getroffen. Zwei gegen drei. Okay, geht auch. Einfach mal zwei Granaten in die Mitte werfen. Mal gucken, ob man was trifft. Nein, tut man nicht. Hier habe ich ja vorhin den Weg schon freigesprengt. Jetzt erstmal gucken. Da hinten lief gerade einer. Ja, gesehen. Da sieht man mal, was Arma-Spielen bringt. Schöne Aufklärung. Gucken, der kann probieren. Ja, da oben. Ach, mach erwischt. Schön. Aber ja, die AN ist nicht so meine Waffe. Na gut. Das nächste Mal. Weil wenn ich wiederbelebt werde, dann mache ich, dann spiele ich immer gerne weiter. Ja, wenn man die Chance bekommt, nochmal weiter zu spielen, auch wenn du gerade die schlechteste Waffe hast, die du je hattest. Ja, macht's trotzdem dann, also ich finde, es macht dann immer noch weiter Spaß. 6:30. 6:3. Ja, geht. Ich meine, positiv. 5:7. Nicht positiv. 9:3. Schön. Au, au, au. Da war ja einer. Da. Stopp. Ach, der hat gewartet. Okay. Ich nehme mal wieder die AK, die ganz normale AK. Und ich betone das AK. Ganz besonders, weil das AK so schön klingt. Yep. Nein, es war so knapp. Ach ja, die Waffe ist auch geil. Danke, 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 danke. G18 schallgedämpft. Ich bin was ganz Wichtiges. Ich habe sie schallgedämpft. Einfach mal schön kurz einen kleinen Vorposten errichten. Ach ja, stimmt. Ist ja kein. Au. Jetzt schnapp ich mit dem seine schöne, ach so herrliche AUG. Schieß damit was rum. Vielleicht werde ich jetzt gleich sofort sterben, da ich die Waffe nicht kann. Oder kenne, eher gesagt. Na gut, immerhin ein Kill. Und die Waffe lädt auch schön schnell nach. Das mag ich ja immer, wenn Waffen schnell nachladen. Deswegen liebe ich auch bei MW2 und 3 die Claymore. Was sage ich da gerade mit Claymore? Ja, ich habe Claymore gesagt, weil das hier gerade wie so ein Bereich von der Claymore aussah. Ich meinte eigentlich Fingerfertigkeit. Ich glaube, ich hätte ihn wiederbeleben sollen. Ja, die ist, das ist schon eine schöne Waffe. Aber komm, nehmen wir mal meine bis jetzt beste Waffe. Holographisch, Zielfernrohr. Ich nehme mal. Ja, Reflex, Frontgriff, Mündungsfeuerschutz. So. Voll realistisch, dieses Teil hier.
Und hopp. Und hopp. Ach, wir haben jetzt einen Techniker, also einen Engineer bei uns. Der auch sofort erstmal von seiner AOG gekillt wird. Ist ja ganz nice. Und er verzieht sich auch sofort wieder. So. Mal gucken. Damit dürfte es doch auch erstmal schön gehen. PKs holen. Nee. Habe ich? Nein. Gut, aber Laserpointer hau ich mal rein. So. Solange ich gerade nicht ziele, brauche ich auch den Laser nicht. Den Laser hau ich jetzt da mal rein. Wer auch Battlefield spielt und weiß nicht, wie man solche Sachen ein- und ausschaltet, wie den Laserpointer, mit T macht man das. Aber wer das nicht weiß, sollte sich mal informieren. 17:17 haben wir jetzt. Wir haben jetzt 17:17 Uhr. Da wisst ihr, wann ich das aufnehme. Da war einer. Jetzt war da einer. Warte mal, dann da vorne ist, dann könnte der jetzt gleich versuchen, hier hinten rumzukommen. Mal gucken. Komm. Ach man. Schade. Geht nicht. Da hinten. Na gut, der Typ kriegt den Kill. Ist mir aber so ziemlich egal, solange ich Punkte dafür kriege. Ah, da ist der Laser jetzt an. Was ist denn so besonders an dem seinem scheiß neuen Messer, ey? Ach ja, ich wollte ja probieren, hier mit meiner 100 Kills zu bekommen. Offene Visierung, Frontgriff. Oder PKA, das war dieses. Oh, das ist so eins. 11-8, immer noch positiv. Dann ist okay. Ich will doch wieder mit AIK. Mit der Annika. Könnte man auch verwenden. Like, wenn du Annika heißt. Nein. So, beitreten. Zack. So. Nice, Mann. Ja, der freut sich gerade einen Stolzkeks. Ach, ich bin zu spät. Da. Camper, Camper, Camper-Sau, Camper-Sau! Das nennt sich dann Premium. Kein Wunder. Camper. Ich fand's aber richtig scheiße von EA und DICE, dass sie hier sowas mit Premium gemacht haben. Ich habe mir die Vollversion, also mit Extension, also ich habe die Limited Edition, habe ich mir schon für 50 Euro gekauft. Dann kaufe ich mir jetzt nicht noch mal Premium für nochmal ein Fuffi. Insgesamt 100 Euro für Battlefield ausgegeben. Ich glaube, ich spinne. Also würde ich dann. Und darauf habe ich keinen Bock. Nee. Da bleibe ich lieber vom Premium weg. Erstmal. Snipen bringt nichts. Lernt's endlich. Was schreit der da? I pin? Ja, ich mag auch Pins. Aber nur den Pin bei Binding of Isaac, weil der ist witzig. Meiner! Erstmal noch eine dahin eine Granate und dahin eine Granate.
Den hat's erwischt. Den hat's auch erwischt. Das, ich wurde gerade aus dem Spiel getappt. Das ist nicht lustig. Wieso wurde ich aus dem Spiel getappt? Wahrscheinlich wieder wegen Steam. Ich hab ganz vergessen, den Gaming-Mode bei mir anzumachen. So. Jetzt könnt ihr mich mal. Wenn ich jetzt aus Versehen sogar auf die Windows-Taste komme, passiert nichts, aber meine Tastatur hat einen Gaming-Mode. Wenn ich da drauf drücke, dann kann nichts passieren, bis ich irgendwie aus dem Spiel tappe. Und ich muss mich mehr aufs Spiel konzentrieren. 15:12 geht ja noch. Oh, das wird ein Horror, aber dieses Match hier noch zu Ende zu spielen, weil man braucht irgendwie 300 Kills, bis das dann vorbei ist. Schon wieder von dem Typen, ey. Der Typ geht mir langsam auf den Sack. Sehr schöne Pixel. Erinnert mich ein bisschen an Minecraft. Ja, genau. Kommt einfach zu 8 angerannt. Ach, und dann auch noch wieder so ein scheiß Typ mit seiner scheiß hier Close Quarters oder Armored Kill Waffe. Da werde ich sauer. Und wenn Sniper auf so einer kleinen Map sind, das freut mich ja immer sehr doll. Da zeigen sie mal wieder ihren scheiß Skill als fucking Camper. Also ich glaube, ich werde noch so 7-8 Minuten aufnehmen und dann spiele ich das Spiel hier ohne Aufnahme zu Ende. Ich kann euch ja unten dann in die Beschreibung schreiben, wie es ausgegangen ist. Mal gucken. Ja, beweg dich! Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Was war denn das für ein Scheiß? Ja, jetzt sterb ich. Ja, der Typ mit seiner scheiß Auge. 15:15. Jetzt wird langsam knapp. Weil man spawnt auch immer an den unmöglichsten Stellen, wo man sofort getötet wird. Solange es nicht hier wieder wie bei MW3 hier. Ey, die Spawns bei zum Beispiel Free for All geht gar nicht. Du spawnst direkt neben dem oder vor dem Gegner und der tötet dich dann natürlich sofort. Denen ist das scheißegal. Na gut, wäre mir auch scheißegal, wenn direkt jemand vor mir spawnt, der den Gegner ist und ich ihn erschießen könnte. Wäre mir auch scheißegal, aber. Bitte! So ein scheiß Spawn-System habe ich das letzte Mal gesehen bei Battlefield 1997. Ne, warte mal, selbst da war das besser. Na gut, das Spawn-System bei Battlefield 1997 war genial, aber... Das letzte Mal habe ich so einen Scheiß gesehen bei Battlefield. Es sollte mal bei Battlefield ein Free-for-All geben. Ich weiß noch nicht, man. Gibt's das überhaupt? Es gibt auf jeden Fall ein 4 gegen 4. Aber ein 1 gegen 1 habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Also ein 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 gegen Sniper. Naht nach. Danke. Eine Granate rauswerfen. Dass sie ihre Granaten aber auch immer so weit werfen müssten, ne? Der hat eine G36, schön. Ich weiß, was ich mal bräuchte. Munition. So für Granaten. Ich habe ja meinen Granatenperk drin. Man soll halt nicht.
Ja, so. Das Wenn ich das jetzt sagen würde, was ich gerade denke, dann würde ich einen Strike kassieren. Oder immerhin, na gut, kein Strike, aber ich würde eine Verwarnung kriegen. Yeah. Genau, schmeiß noch eine Granate. Warte, warte, das muss jetzt sein. Snipen sie wieder rum. Ich könnte ja auch, mache ich aber nicht. Dankeschön, du hast mir gerade mein scheiß verficktes Leben gerettet. Wie cool er das Gewehr einfach mal nachlädt. Wir ficken sie auf, wenn man es wortwörtlich übersetzen würde. Da tuben sie rum. Ich tube gleich auch. Im 4. Bei der M4 hatte ich doch irgendwas mal freigeschaltet gehabt, oder? Ja, Infrarot, genau. Die M4 habe ich hochgelevelt. Reflex.ACOG. Na gut. Dann könnte ich ja mal probieren, nicht mit einer Schrotflinte durchzurennen. Wisst ihr was? Einmal mache ich es. Ich renne einmal mit einer Schrotflinte hier durch. Splittermunition. Ja, klar. So. Und als weiter schön die PP, MP. Mal gucken, ob ich damit überhaupt was kriege. Ich bezweifle es nämlich gerade. Sehr stark. Genau, da stehen sie mal wieder zu zweit rum. Wenn nicht, dann greife ich halt zu härteren Mitteln. Komm, traut's mir ruhig zu, ich würde es wirklich machen. Ich würde jetzt schön mit der RPG rumlaufen. Wenn man es könnte. Wenn man es dürfte. Was zur Hölle? Wie viel Max hat der? Also wie viel Schüsse Mac? Der hat sicherlich 10-mal geschossen. Hat er einen 20 Rounds Mac erobert? Der Sniper macht mal wieder seinen Job. Seiner Mutter den Schwanz blasen. Fuck ey, jetzt habe ich das gerade echt gesagt. Wow. Alter, sorry, dir kann ich nicht helfen. Sind's alle mal Sniper oder was? Ich glaube, ich spinne. Eigentlich hält mir da mit meiner AK rum. Okay, er war besser. Ich vergesse immer, dass es da nicht rausgeht. Hat er gerade rumgetubt? Sorry, der Kill war mir wichtiger.
Ganz ruhig. Ein MAV, ich glaube, ich Spinner hier. Alles dumme, verfickte Noobs. Zwei, sechs, fünf, drei. Ja, Leute, und hier sage ich dann mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich schreibe euch unten in die Beschreibung, wie das Spiel ausgegangen ist. Und, ja. Bis dahin. Ciao.